Frau Lagarde hat ja auch schon einen neuen Schuldigen für die Inflation gefunden und hat natürlich auch gesagt, Politik und Zentralbank kann dafür gar nichts. Sie hat also für sich dann festgestellt, dass der Klimawandel die Ursache für die Inflation ist. Ja, der Währungsmarkt spielt verrückt. Wenn wir uns anschauen, der Euro Richtung Süden abgetaucht. Der Pfund hat es ihm gleich mit nachgemacht. Der Dollar ist sehr, sehr stark. Es passiert einiges da draußen. Wir haben heute mal wieder einen besonderen Gast, der sich seit fast 30 Jahren mit diesem Thema Währungen auseinandersetzt, aus dem Investmentbanking hier kommt und nun in Anführungszeichen ganz normalen Menschen weitergibt an Know-how, was passiert dort draußen und wie kannst du es nutzen für mehr finanzielle Freiheit. Ich spreche natürlich, wenn du unsere Community kennst, von Jürgen Wechsler. Hallo lieber Jürgen, schön, dass du wieder zugeschaltet bist zum heutigen Währungsupdate. Ja, hallo lieber Thorsten, freut mich auch wieder hier dabei zu sein und dass wir ganz interessante Einblicke deinen Zuschauern liefern können und dass die sich auch vorbereiten können auf das, was eben passiert und es auch besser einschätzen können. Währungsmärkte, die sind wichtig draußen für die Wirtschaft, auch ja der Euro natürlich, auch mit dem, was wir uns leisten können, was wir uns nicht leisten können, auch für das Thema Investment, also ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wir haben dich ja schon sozusagen als Community-Liebling immer wieder zu Gast. Ja, und schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich würde sagen, wir knüpfen gleich an den letzten Videos an, beziehungsweise ein Update. Was passiert denn dort draußen währungspolitisch und auch im politischen Umfeld? Und inwiefern werden denn Währungen als Wirtschaftswaffen eingesetzt? Ja, also Währungen sind wirklich so langsam kein Finanzinstrument mehr, sondern wirklich, wie du schon jetzt sagtest, so Wirtschaftswaffen. Sie werden missbraucht. Es sind Stellvertreterkrieg, kann man sagen. Also die Währungen als Wirtschaftswaffe ist praktisch einfach nur ein Finanzkrieg, der dann da stattfindet zwischen den Ländern. Und das zeigt ja auch schon ganz gut, die Zentralbanken wurden die letzten Jahre immer mehr durch Politiker besetzt, wie zum Beispiel auch bei der EZB. Und das kann man sagen, ist bei vielen Währungen auch letztendlich der historische Anfang vom Ende oder wird es dann später angesehen werden. Also beispielsweise auch die Lagarde, Frau Lagarde hat ja auch schon einen neuen Schuldigen für die Inflation gefunden und hat natürlich auch gesagt, Politik und Zentralbank kann dafür gar nichts. Sie hat also für sich dann festgestellt, dass der Klimawandel die Ursache für die Inflation ist. Also kann jeder auch in einem aktuellen Interview nachlesen bei der EZB auf der Seite der EZB von der Frau Lagarde. Also wir sehen hier schon, ja, wir dürfen nicht den gut bezahlten Auftrag auch der Politiker im Wirken gegen die eigene Bevölkerung unterschätzen. Südeuropa, kann man sagen, bestimmt, was in Nordeuropa hier passiert. Der Deal ist, entweder ihr gebt uns Geld oder wir lassen den Euro aufliegen. Und jetzt waren ja auch wieder gerade erst die Wahlen in Italien. Und die neue Regierung in Italien wird sicherlich auch den Euro wieder in den Würgegriff nehmen. Die werden erstmal versuchen, wieder Geld herauszuschlagen von der EU oder eben Teilentschuldungen zu bekommen hier von Seiten der EU oder Transfergelder, wie es ja auch war im letzten großen Paket. Ja, und dann könnte es sein, es ist ja wieder die Lega mit reingewählt worden, die sehr stark sicherlich ein Teil der Koalition sein wird in Italien. Das haben viele schon wieder vergessen. Diese haben sogenannte Mini-Bots in 2018, 2019, also auch schon in der Regierung mit waren, hier ins Spiel gebracht. Also so eine Art Parallelwährung, wenn man so will, einen Liro, ja, in Italien. Und zwar auf Basis von Schuldscheinen mit ewiger Laufzeit und keinem Zins, also wie ein Geldschein. Ja, ein Geldschein ist ja auch ein Schuldschein mit ewiger Laufzeit ohne Zins. Und das könnte hier auch wieder auf die Agenda kommen, wenn eben die Nordstaaten oder die EU nicht weiteres Geld nach Italien pumpen will. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, der dann den Euro unter Druck setzen könnte, wenn es hier Richtung einer Parallelwährung gehen sollte in Italien, die ist ja dann möglicherweise da auch für Bezahlung von Schulden gegenüber dem Staat, zum Beispiel für Steuerschulden. Ja, und in den USA, da haben wir ja in dem letzten Update gesagt, dass die Konjunktur an die Wand gefahren wird, hatten wir schon angekündigt und genau das passiert jetzt auch. Die USA oder die US-Notenbank hat großen Druck von der Politik und zwar ist das ganz große Thema da drüben einfach die Inflationsbekämpfung. Alles andere ist momentan egal. Also die Bevölkerung will sehen, dass hier der Kampf gegen den Feind Inflation jedes Einzelnen gemacht wird. Und das Ganze wird sicherlich getrieben werden bis zu den Senatswahlen, die im November stattfinden, dass eben Biden vielleicht noch ein paar Stimmen gewinnen kann und sich da einigermaßen aus der Affäre ziehen kann. Nach diesen Senatswahlen, da wird dann abgerechnet, da wird dann auch sicherlich wieder mehr für die Konjunktur oder der Blick auf die Konjunktur gemacht. Aber bis dahin ist schon ein ganz großer Scherbenhaufen da.
Bei der USA kann man sagen, die will momentan Europa schwächen. Ja, und zwar sich auch eben mit überteuerten Dollars, dass sie sich billig einkaufen können in Europa. Insbesondere auch Themen Versorgungsketten, Unternehmen, Technologie, das ist das, was die haben wollen auch hier. Und das kann man natürlich super mit dem momentan überteuerten Dollar machen und eben mit den geringeren Preisen, nachdem Europa hier stark geschwächt wurde. Und wenn Sie es jetzt ganz geschickt machen, können Sie auch die Übernahme noch in Euro zusätzlich finanzieren, einen Teil davon. Und das kann im nächsten Jahrzehnt jetzt eben auch nochmal ein zusätzlicher Renditekick sein. Wir sehen auch wieder die alte Strategie der USA, wenn der eigene Wohlstand sinkt, wird Wohlstand woanders abgesaugt. Und die USA ist momentan so ein Drei-Fronten-Konflikt, Russland, China und der arabische Raum. Also wichtig möchte ich auch nochmal betonen, ich habe jetzt nichts gegen US-Bürger, ja, mir geht es hier nur um die Politik eben, die von Seiten der Regierenden oder des Regierungskomplexes in den USA gemacht wird. Ja, und wir haben ja im Juli auch noch darauf hingewiesen, was macht denn die EZB jetzt aufgrund der Schwäche auch Italiens? Dort haben wir ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich Richtung dem ehemaligen OMT-Programm geht. Und das Ganze wurde jetzt genannt eben TPI. Und im Prinzip ungefähr so, wie wir schon vermutet hatten, ausgestaltet, dass jetzt eben die guten Schuldner verkauft werden oder auslaufen und dagegen entsprechend, ja, schlechtere Bonitäten wie eben die Südeuropäer eingenommen werden, um hier den Ankauf zu machen. Im Prinzip kann man sagen, die EZB ist fast mittlerweile der größte Hedgefonds der Welt geworden. Also die letztendlich einfach aus der Luft gegriffenes Geld schlechte Werte oder in Werte investieren, in der Hoffnung, dass das Ganze eben nicht platzt. Ja, also dass die hier in Hochrisikoanleihen gehen. Wir haben es jetzt auch nach der Wahl gesehen. Die haben auch sofort wieder interveniert, die Bonitätsdifferenzen, die sogenannten Spreads, sind angestiegen gleich nach der Wahl, dass eine schlechte Bonität von Italien nach der Wahl jedenfalls war. Und die EZB hat zwei Tage später gleich eingegriffen. Also das haben wir sofort wieder gesehen, dass das TPI hier genutzt wurde. Das heißt, einfach schlechte Bonitäten aufgekauft, nur damit man ein bisschen Ruhe im Stall hat. Ja, aber das große Problem ist in Europa, Europa kippt. Und zwar die Handelsbilanzdefizite kommen jetzt. Also massiv. Auch eben Deutschland. Wir können unsere Produkte nicht mehr in der Welt so verkaufen, wie wir wollen. Sie sind nicht mehr gewünscht, beziehungsweise eben die Versorgungssicherheit wird angezweifelt. Also einsteils können wir nicht mehr ausliefern. Also in vielen Firmen, mit denen ich Kontakt habe, die haben etliches auf Halde. Da ist einfach jetzt vorgefertigte Produkte, aber es fehlen manchmal einfach nur 2-3 Teile, die irgendwo in der Wertschöpfungskette noch rumwandern, aber nicht kommen. Und dann können die natürlich nicht wieder exportiert werden. Ja, also, und dadurch entstehen hier Defizite. Wir importieren sehr viel. Wir müssen mehr für die Energie bezahlen, aber exportieren weniger. Das heißt, wir haben letztendlich einen Geldabfluss außerhalb der EU, und zwar von den guten Währungen. Und das ist natürlich mittelfristig ein großes Problem, wenn wir über unsere Verhältnisse hier leben. Bisher konnten ja die Nordländer und auch Deutschland alles bezahlen, einfach weil sie Exportüberschüsse hatten. Aus diesen Überschüssen wurde ein Teil eben an die anderen Länder abgegeben. Und das fällt jetzt weg. Aber wer bezahlt dann eben die Zeche? Und da wird es dann schon wesentlich schwieriger in dem Ganzen. Also wir sehen die möglichen Energieausfälle ist ein ganz großes Thema international. Wenn ich jetzt produzieren lasse, Teile, Aufträge nach Deutschland vergebe beispielsweise, ich muss damit rechnen, dass die eben nicht produziert werden können jetzt im Winter. Dass möglicherweise die Unternehmen hier eingeschränkt werden, sei es Strom oder sei es eben auch Gasversorgung. Und deswegen werden wieder Aufträge woanders hin vergeben. Und es kommen eben nicht direkt in der deutschen Wirtschaft an oder es wird an Auslandstöchter vergeben der deutschen Unternehmen. Also hier haben wir wirklich ein großes Problem, was uns hier ja drohen kann, weil uns das Geld in Anführungsstrichen ausgeht eben hier. Also wir haben nicht mehr diese Exportüberschüsse und sollen aber trotzdem die großen Lasten noch tragen und gleichzeitig befürchten andere, dass wir einfach nicht mehr liefern können. Ja, gleichzeitig haben wir das Thema mit Ukraine-Konflikt. Wir liefern ja dort drüben auch Waffen rüber und diese Waffen landen aber nicht alle dort, sondern werden teilweise wieder zurückverkauft. Also im Prinzip exportieren wir hier auch wieder Dinge, wo wir kein Geld bekommen, aber andere nutzen das, um Geld zu machen. Ja, was ich mal gelesen habe, sind so ungefähr 30%, was überhaupt an der Front ankommt, also eigentlich dort von Waffen. Der Rest wird wieder weiterverkauft, teilweise nach Europa wieder zurück. Ja,
Also so wird das Ganze verwertet. Also wir sehen, dort ist einfach Korruption auch vorhanden und das ist dann eine Gefährdung auch der Bürger Kontinentaleuropas wieder, weil hier diese Waffen kreisen. Ja, das Ziel der EU, kann man sagen, ist auch die Verstaatlichung von Unternehmen, ja, und auch vom privaten Kapital, ist also auch zu sehen, diese Neuverstaatlichung. Wir haben es jetzt gesehen mit Uniper, die übernommen werden. Finnland ist total happy drüber, dass Deutschland hier das ganze Problem abgenommen hat mit Uniper. Dann die Stadtwerke müssen möglicherweise wieder gestützt werden oder wieder integriert werden. Also man hat ja sehr große Privatisierungswelle gehabt im Energiesektor damals. Das muss wahrscheinlich zurückgedreht werden. Dann im Transportwesen, da ist ja schon eine große Beteiligung beispielsweise in Deutschland an der Lufthansa, aber auch von anderen Staaten ja, wo wieder Geld reingeschossen wird. Oder eben vielleicht jetzt noch in Speditionen oder Ähnliches, die aufgefangen werden müssen, weil vielleicht auch das AdBlue ausgeht. Ja, also dass jetzt die Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren können in Europa. Ja, oder eben auch im Finanzwesen. Das sieht man ja auch, da ist ja in Deutschland beispielsweise in der Commerzbank beteiligt. Hier kann sein, dass der Staat auch insolvenzgeschädigte Banken übernimmt oder Hypothekenbanken. Denn wir müssen mit vielen Kreditausfällen bei den Banken rechnen. Wir haben hier in Deutschland ja so dieses Thema mit Insolvenz in Eigenverwaltung. Und das ist ein neuer Modetrend, dass hier Firmen sich Schulden entledigen können. Und es geht halt erstmal auf die Bankbücher. Ja. Also das wird uns die nächsten Monate auch noch drohen. Ja, politisch weiter, Thema China, Taiwan, USA ist auch ein ganz große Sache. Hier kann es also auch zu einer weiteren Eskalation führen. Die Gelegenheit ist sehr groß für China, etwas zu tun in dem Ganzen. Also China sieht es ja auch eher ja als Wiedervereinigung. Ja, und die sehen das ja gar nicht so als Einmarsch oder ähnliches, sondern es ist eher für die Wiedervereinigung, ähnlich wie die Angliederung von Hongkong und von Macau, also so in den 90er Jahren. Und das ist eigentlich, was die machen wollen. Die Frage ist, bleiben die jetzt noch friedlich bis zur US-Wahl oder wollen sie den USA jetzt richtig eins reindrücken? Dann würden sie vorher eben entsprechend hier noch machen, weil die USA wird wahrscheinlich dort nicht so richtig eingreifen, ja. Und egal, was dort passiert eben, also wie es ausgeht, der US-Dollar wird dadurch weiter geschwächt werden. Also dadurch kann man rechnen, dass die nächsten 3 bis 6 Monate eine sehr überraschende Abwertung möglicherweise vom Dollar stattfindet. Denn wir bekommen auch so eine Neuordnung vom Währungssystem im Zusammenhang mit den asiatischen Ländern. Und das wird auch massive Auswirkungen haben auf die Finanzen jedes Einzelnen. Und es muss auch jeder sich klar sein, derjenige, der seine Anlagen nur in Euro hat, der hat 100% Währungsrisiko. Ja? Der hat 100% Währungsrisiko in Euro. Und da muss man eben genau aufpassen. Der US-Dollar-Anstieg, kann man auch noch sagen, insgesamt setzt dollarverschuldete Länder sehr stark unter Druck. Denn viele haben dort Dollarschulden, auch bei der Weltbank, beim Internationalen Währungsfonds, und macht diese natürlich auch gefügig. Aber die haben mittlerweile auch neue Finanziers, also die sind nicht mehr so ganz abhängig von dieser Situation. Und das ist eine sehr starke Gemengelage, die wir haben und die sich sicher jetzt noch die nächsten Monate sehr stark verschärfen wird und überraschende Entwicklungen für viele bringen wird. Sprich, es bleibt sehr spannend. Bevor wir jetzt gleich mal auf die Währungsmärkte kommen, du hattest ja auch genannt, also angeblich sei ja der Klimawandel schuld an der Inflation. Teilst du ebenfalls diese Meinung oder ist die da bei dir ein bisschen anders? Also bei mir ist die anders. Also das ist vielleicht ein kleiner Teil, der da mit reinspielt, aber auch meistens ja nur nicht der Klimawandel selbst, sondern wie darauf reagiert wird. Ja, also beispielsweise ja, was du auch hast mit den CO2-Zertifikaten, das ist ja wie damals im Mittelalter der Ablasshandel, der hier stattfindet. Das ist ja eigentlich nur eine künstlich geschaffene Sache. Und wir sehen ja, dass es wird immer ein bisschen die Symptome mit den Ursachen verwechselt. Und die Ursachen liegen einfach woanders. Auch der Energiepreisanstieg hängt ja nicht davon ab, dass die Energie nicht da ist weltweit. Die ist ja immer noch genauso da. Aber es wurden einfach selbst Lieferwege abgeschnitten und damit künstliche Knappheit erzeugt. Also wir erleben insgesamt eben auch die Lieferketten. Auch dort ist künstliche Knappheit erzeugt worden. Also es scheint so, als sollte die Inflation und das Chaos, das hinter einer Inflation steckt, künstlich erzeugt werden, um hier Veränderungen herbeizuführen. Ha.
Ja, interessant, weil ich hatte eigentlich gelesen, dass Putin schuld sei. Aber egal, gut, da kommen wir, glaube ich, so zu weit. Und auch bei der Übersterblichkeit habe ich auch schon gelesen, jetzt ja, seitdem die Pandemie jetzt ja quasi beendet ist, habe ich auch schon mitbekommen, das soll nämlich auch der Klimawandel dran schuld sein. Ja. Also das ist schon, ja, sehr interessant. Ja, beim Klimawandel kann ja keiner böse sein, ne? Auf den Klimawandel, da kann ja Man keiner macht, was. also, Ja. ja, also er macht wirklich unser ganzes Leben wirklich immer komplizierter, also wirklich schwierig. Aber gehen wir mal auf die, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Gehen wir mal auf die Währungsmärkte ein. Wo siehst du dann von jemandem den Euro zu steuern? Beim Dollar hast du schon ein bisschen was gesagt. Jetzt vielleicht auch noch ein paar Worte zum Pfund. Der ist ja auch sehr stark unter Bedrängnis gekommen. Wie siehst du die Währungsmärkte hier? Genau, also britisches Pfund macht jetzt auch die Strategie, sich sehr unbeliebt zu machen oder sehr unattraktiv. Dort ist es ja so gewesen, dass jetzt Steuersenkungen kommen und dann entsprechend das Haushaltsbudget nochmal ausgeweitet wird, also die Verschuldung nach oben getrieben wird. Die Inflation wird wahrscheinlich auch nochmal stärker in Großbritannien anspringen, weil die aufgrund der Insellage und ja nochmal weitere Probleme haben dann für den Winter. Also dort wird es wahrscheinlich noch einen höheren Inflationsanstieg geben, also weit in den zweistelligen Bereich hinein. Und das hat jetzt zu einer Abwertung des Pfund geführt, teilweise an einem Tag von 5% gegenüber dem Dollar, also eine sehr ungewöhnliche. Aber wir haben eben das Allzeittief durchschritten gehabt. Und das hat für viele Investoren dann veranlasst, dass man einfach das Pfund abgestoßen hat. Ja, also es ist so diese Reißleine gewesen und da kam dann einfach alles zusammen. Und britische Pfund macht natürlich auch, wenn es abwertet, sich für den Export wieder entsprechend attraktiver. Und das ist das, was wir erleben auch, dass sich immer mehr Währungen hier attraktiver machen wollen für den Export. Oder sie werden unter Druck gesetzt, wie wir es eben bei Währungen haben wie Türkei oder ungarischen Forint, die eben hier durch anhaltende, ja, ich sag mal, Investmentbanking-Verkäufe, da sind wir beim letzten Video schon mal drauf eingegangen, von Investmentbanken unter Druck gesetzt werden. Dann haben wir die in Japan auch. Da entwickelt sich auch ein ganz großes, schlimmes Teil für den Finanzmarkt. Und zwar der Yen wertet ab. Und wir haben die ersten Interventionen wieder gesehen, die ersten Eingriffe von Seiten der US-Notenbank, nicht der US-Notenbank, sondern der japanischen Notenbank seit 1998. Also fast 25 Jahre ist es her. In den 90er Jahren war das sehr stark verbreitet. Da haben die ständig eben hier am Währungsmarkt sich engagiert gehabt. Und das war jetzt zum ersten Mal wieder, es konnte nur kurz den Markt beruhigen. Und danach hat man weiter Yen verkauft. Yen ist ja dahingehend schon mal schwach, weil es die eine der höchst verschuldeten Länder überhaupt ist, aber eigentlich sehr viel aus dem eigenen Land finanziert. Sich jetzt momentan allerdings auch mit dem niedrigen Yen wieder stärker als Exportnation positionieren möchte. Aber hier kann es dann irgendwann zu einer Implosion führen. Also so ein ganz schlimmes Gemenge in Japan. Es könnten plötzlich Japan-Kredite wieder eingefordert werden. Dann geht es in die andere Richtung. Es müssen andere Assets verkauft werden in Japan. Da ist ja häufig noch so, in Japan-Yen wird Kredit gemacht und in andere Anlageformen angelegt. So, wenn da der Wert steigt, dann fordern die Banken die Kredite zurück und plötzlich müssen viele Anlagegüter verkauft werden. Also es kann auch zu großen Problemen hier führen. Ja, beim Schweizer Franken, da werden wahrscheinlich auch dann Interventionen kommen in nächster Zeit, ein bisschen versteckter. Die haben jetzt auch einen positiven Zins, das heißt, da haben wahrscheinlich auch entsprechende Kapitalzuflüsse dann mit rein. Also wir haben im Prinzip immer größere Spannungen derzeit in den weltweiten Währungssystemen. Also die Scheren laufen weiter auseinander, die Zinsniveaus laufen aneinander und es waren immer Krisenzeiten am Währungsmarkt. Das waren immer Zeiten hoher Schwankungen, wo sich die Politik, die Notenbanken eingemischt haben. Also hier haben wir eine ganz gefährliche Gemengenlage. Und das Schlimme ist, das Fundament ist nicht stabil momentan. Also die Risse werden sich weiter ausweiten in diesem ganzen Konstrukt, bis eben zum Einsturz von dem Weltwährungsgebäude, das wir momentan kennen. Also wir müssen mit diesem generellen Zusammenbruch rechnen in den nächsten Jahren von den bestehenden Weltwährungsgebäude. Also wir werden hier eine Neuordnung bekommen. Und vielleicht auch ein Tipp nochmal, am 22.11. oder 21.11. soll auch unser Zahlungsverkehrssystem technisch umgestellt werden. Tage 2 kennen vielleicht die einen oder anderen. Das wird technisch erneuert. Und das Schlimme ist, alle Tests sind oder die meisten Tests sind momentan negativ verlaufen. Aber es soll durchgezogen werden. Also deswegen vielleicht ein bisschen mehr Bargeld halten. Vielleicht kommt es zum Ausfall der Zahlungssysteme auch um den Zeitpunkt herum. Auch SWIFT wird dort aktualisiert am 21.11. Also wir haben so einen Doppelschlag im Zahlungsverkehrssystem.
was hier zu Schwierigkeiten führen könnte, weil eben die Tests negativ abgeschlossen wurden. Aber das ist mal wieder eine politische Sache, das soll durchgezogen werden. Ja, vielleicht an der Stelle auch der kurze Hinweis. Wir haben heute auch, sind wir heute sogar live mit dir, wo jetzt hier dieses Video erscheint. Wir haben auch das sogar von dem Video verlinkt, wo wir auch um das Geld- und Bankensystem eingehen, ja auch einer deiner großen Schwerpunkte, um das Thema Sicherheit hier. Und im Währungsmarkt können wir dann noch viel intensiver hineingehen. Also für alle Zuschauer gerne unterhalb von dem Video dann noch kurz anschauen. Ja, bevor wir auf die Kryptomärkte gehen, würde ich gerne noch dahingehend kurz nachhaken, weil du hast gesagt, ja, die Währungen ordnen sich neu. Das ist ja jetzt nicht nur so eine Kleinigkeit, naja gut, wir machen jetzt halt eine neue Währung irgendwie und dann machen wir halt weiter. So, und das heißt, es sind ja wirklich größere Verwerfungen, die hier potenziell drohen. Und bei welchen Währungen siehst du hier das besonders, beziehungsweise welche dürften hier realistisch betrachtet besonders involviert sein? Also im Prinzip ja die Säulen unseres momentanen Währungssystems. Also vor allen Dingen ja Dollar und Euro dürften hier stärker drunter leiden unter dieser Umstellung. Das sind die großen Reservewährungen weltweit und es hat schon der Abverkauf begonnen. Wir haben ja auch schon die letzten Monate darüber gesprochen, gehabt auch beim letzten Update. Der Abverkauf hat begonnen damit, dass die Währungsreserven Russlands im Februar gesperrt wurden, also über 300 Milliarden an Währungsreserven. Und seitdem traut keiner mehr dem westlichen System. Diejenigen, die Notenbanken, die unterhalten, oder die Währungsreserven unterhalten, bauen die schrittweise jetzt ab und versuchen sie umzubuchen, damit sie eben nicht in die gleiche Fahrwasser kommen, dass eine kleine Gemeinschaft denen dann die Konten sperrt. Also ihre Währungsreserven, die sie extra angelegt haben, damit sie in schlechteren Zeiten darauf zugreifen können. Also von daher, es hat schon begonnen, dass umgeschichtet wird, aus dem Dollar, aus dem Euro heraus. Und auch die, was ich gesehen habe, die letzten Umfragen bei den Notenbanken geht Richtung chinesischer Yuan. Also die Schichten um Richtung China. Also sprich jetzt auch, wenn ich jetzt viel Dollar oder Euro hätte, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, das so mittel- und fristig da vielleicht einen besseren Ort zu finden, als in diesen Währungen. Genau. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau. Okay, also Gedanken machen um das eigene Geld und vielleicht nicht so viel im Papier. Und dann auch lieber Alternativen mal anschauen. Genau. Ja, von dem her passt ja vielleicht ganz gut. Krypto, ist das vielleicht eine Alternative? Wie siehst du das aktuelle Marktumfeld jetzt im Oktober 2022? Krypto und Kauf, Vorsicht, was tut sich hier? Ja, also wenn wir so anschauen, insgesamt, wir bekommen so eine Infrastruktur, die sich insgesamt verbessert. Also in den Markt wird investiert. Also in diese Infrastruktur wird unglaublich viel investiert. Und das Spannende ist, wer investiert. Und das sind eigentlich die klassischen Finanzsysteme. Also das klassische Finanzsystem engagiert sich immer mehr in dem neuen Finanzsystem. Kriegen wenige mit. Ja, weil die schauen nur auf die Kurse, was passiert, aber das Wichtige ist, was passiert eben im Hintergrund. Und der klassische Finanzsektor übernimmt das Zepter mit Unterstützung der Regulierung. Also wir sehen es eben beispielsweise beim Stablecoin USDC, von Circle bzw. Coinbase unterstützt. Dort hat sich jetzt eben auch BlackRock, also die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft, mit engagiert, genauso eben auch eine Kooperation mit Coinbase gemacht. Ja, die wickeln da ihre Sachen drüber ab. Oder eine der größten Kryptobörsen, FTX, dort ist im Hintergrund eben auch der Handelsbereich von Goldman Sachs mit involviert. Also die großen Finanzplayer aus dem klassischen Finanzsystem schnappen sich eben durch die Ausverkaufspreise, die derzeit sind, das neue Geldsystem. Also die versuchen jetzt, nachdem sie es zuvor bekämpft haben, versuchen sie jetzt eben das Ganze zu übernehmen, zu billigen Preisen. Und dann kann man sich ja vorstellen, was danach passiert. Und zwar wird das Ganze nach oben gejagt. Ja, weil die haben dann sich selbst positioniert, haben sozusagen dann diese Geschäftsmodelle selbst an der Hand und dann wollen die Cash machen mit der Geschäftsmodellen. Und das heißt natürlich, dass das dann so hingestellt wird, dass es eben gut läuft. Und das ist ja auch jetzt ganz gut mit dem, was passiert ist, nämlich mit dem Ethereum-Merge, also dass wir die Umstellung hatten bei der zweitgrößten Kryptowährung, beim zweitgrößten Kryptonetzwerk von der energieintensiven Proof-of-Work-Konsensus eben zu dem Proof-of-Stake-Konsensus. Und dieser ist wesentlich weniger energieintensiv, man rechnet also das mit Einsparungen von ca. 99,9%, was dort weniger Energie gebraucht wird. Und ich habe jetzt auch mal das durchgerechnet, so, also es sind wahrscheinlich so 10 Gigawattstunden, was man braucht pro Jahr jetzt noch für den Betrieb des Netzwerkes, also wesentlich weniger. Und habe mir mal angeguckt, wie ist es eigentlich im normalen Bankensystem?
Und da war jetzt auch im August, hat die zum Beispiel die Deutsche Bank verkündet, dass die Einsparungen machen wollen. Einsparungen von 5 Gigawattstunden pro Jahr. Das heißt also, zweimal Einsparung von einer Bank, damit kann ich ein gesamtes Finanznetzwerk betreiben, was letztendlich ja die Ethereum-Basis wäre. Also ich bekomme hier jetzt diesen Schwenk dann auch, was wahrscheinlich die Banken nutzen werden aufgrund der ganzen ESG-Thematik, also Environmental Social Governance-Thematik, dass man jetzt grün macht, also dass Krypto grün wird. Und dafür ist Ethereum eben gut geschaffen. Und Ethereum, muss man auch wissen, jetzt durch den Proof of Stake ist natürlich eher etwas, was dann fürs Großkapital attraktiv ist, denn je mehr ich davon besitze, umso mehr Einfluss habe ich auf das Netzwerk letztendlich. Ja, also hier kann ich wieder ein Klumpenrisiko aufbauen und das ist natürlich attraktiv fürs Finanzsystem, dass das neue Finanzsystem dort drauf gestaltet wird. Und wir müssen jetzt allerdings auch nochmal markttechnisch mit einem kleinen Vernichtungsschlag rechnen. Also dass noch weiter das aktuelle Finanzsystem ja billige Übernahmen machen kann. Wir haben es jetzt auch gesehen von den Crypto-Lending-Anbietern, die also Kryptos verleihen, wo man dort Zinsen kassieren konnte. Diese sind auch jetzt teilweise insolvent gegangen oder haben dann billige Übernahmen gemacht. Also wir müssen hier nochmal mit einem Rückschlag rechnen Richtung Herbst. Und das wird so ein finaler Ausverkauf sein. Die Insider kaufen, was wir jetzt ja schon sehen, und die Pressegesteuerten verkaufen. Das ist genau eben das, was stattfinden soll. Also deswegen wird eine sehr spannende Zeit, wo man starke Nerven braucht, aber gegebenenfalls eben, wo man sich dann positionieren kann für die nächsten Jahre, weil dieses System wird nach oben gejagt vom klassischen Finanzsystem, damit die auch später den Hebel umstellen können. Ja, das ist, aber da können wir ja auch genau in dem Online-Training, wenn wir da auch nochmal stärker drauf eingehen, auf das Ganze. Ja, und die digitalen Zentralbankwährungen ist ja auch der zweite Bereich noch. Ja, dort geht es auch massiv voran. Also die Nutzung in China wird massiv ausgeweitet. Die Anzahl der Pilotprojekte steigt dort, alleine ja schon mittlerweile 260 Millionen Menschen. Jetzt wird es nochmal auf ganz große Regionen ausgeweitet. Das heißt also, da haben wir sicherlich bald über 500 Millionen Nutzer. Gleichzeitig auch haben wir die Tests sind gut gelaufen, und zwar länderübergreifende Tests von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit China auch im Mittelpunkt, dass die Zentralbanken, die digitalen Zentralbankwährungen auch länderübergreifend genutzt werden können. Also China wäre eigentlich schon ready, aber tut es schrittweise ausweiten und möglicherweise wartet sie bis 2023, dass mehrere gleichzeitig starten können, um das eben auch länderübergreifend als neues Zahlungssystem zu etablieren. Russland hat jetzt auch Auslandsüberweisungen beispielsweise mit Kryptos unterstützt und will auch eine eigene digitale Zentralbankwährung jetzt bis 2024 auf die Beine gestellt haben. Also hier sieht man auch, das geht wirklich voran. Also weitere Länder werden hier folgen. Natürlich auch kann sein, dass dann auch das CO2-Konto für jeden einzelnen Bürger damit näher rückt. Also das kann man natürlich mit einer digitalen Zentralbankwährung dann sehr gut auch steuern, dass man also auch den CO2-Fußabdruck mit einfließen lässt in das, was der Einzelne als Geld hat. Ja. Also Fazit eben, wir werden im Kryptomarkt nochmal einen Rückschlag wahrscheinlich bekommen, einfach um hier die letzten schwachen Hände rauszukippen, die großen kaufen dann weiter zu und der Markt wird dann die nächsten 2 Jahre eben nach oben gejagt, um dann sozusagen die billig eingekauften Sachen später wieder teuer an andere weiterzureichen im Markt. Jürgen, ja, von dem her herzlichen Dank, auch Einblick in die Kryptomärkte, in die Währungsmärkte allgemein. Es tut sich dort einiges. Wir werden dort in unserem Live-Online-Training just heute, wo dieses Video erscheint, ja auch intensiver hineingehen, vor allem dann auch unter anderem auch die Währungsmärkte, aber auch sehr, sehr stark auf den Bankensektor. Da passiert ja auch einiges im Hintergrund. Wir leben ja in sehr intensiven Zeiten. Also von dem her, wenn euch das interessiert, ich kann es dir sehr empfehlen. Es ist wichtig, informiert zu sein in diesen ja ganz, ganz intensiven und spannenden Zeiten. Und ja, es sieht einiges danach aus, dass sie noch intensiver werden. Von dem her, Jürgen, herzlichen Dank auch für dein Know-how in unserer Community. Schön, dass du wieder dir die Zeit genommen hast, Gast zu sein. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das nächste Update zu gegebener Zeit. Ja, vielen Dank auch an die Thorsten und an die Zuseher und alles Gute weiterhin. Ciao.